Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Jetzt bin ich echt runtergesprungen. Und hab vergessen, E zu drücken, um den Aussichtspunkt auch zu holen. Schön. So will man doch die Folgen anfangen. Oh Mann, oh Mann. Tja, so kann man auch Spielzeit generieren. Würde ich sagen. So. Dann machen wir gleich hier die Mission. Wo ist Emilio? Ich sagte ihm, er soll kommen. Habt ihr es ihm gesagt? Persönlich? Ja, ich höchst persönlich. Ich fürchte, dass ihr mir nicht traut. Ich fürchte auch. Vielleicht kommt er mit den anderen. Gehen wir ein Stück. Gleich und gleich. Die Templer verfolgen, um ihr Treffen zu belauschen. Also, wie geht's im Palast voran? Offen gesagt, schwer. Moschinico hält seinen Kreis geschlossen. Ich habe versucht, die Basis zu legen, machte Vorschläge. Aber er hört auf andere Stimmen. Dann müsst ihr härter arbeiten. Gelangt in seinen inneren Kreis. Sieh, das weiß ich. Aber es ist schwerer als erwartet. Und wie kommt das, Carlo? Ich weiß nicht. Es ist... Der Doge mag mich nicht. Warum das wohl? Es ist nicht mein Fehler. Ich versuche ihm zu gefallen. Lerne, wonach es ihm verlangt und besorge es ihm. Die feinsten Konfitüren aus den Obstgärten Sardiniens. Die neueste Mode. Ja, das nennt man wohl einen Sykophanten. Einen was? Wie habt ihr mich genannt? Einen Schleimer. Schmeichler. Speichellecker. Muss ich fortfahren? Kretan, ihr wisst ja nicht, wie das ist. Ihr versteht nicht, unter welchem Druck ich stehe. Oh, ich verstehe nicht, was Druck ist. Hey, ihr seht aus, als wüsstet ihr, was euch Spaß macht. Nein, ihr habt keine Ahnung. Ihr seid Regierungsbeamter. Ich bin nur zwei Schritte vom Dogen entfernt. Ich bin bei ihm Tag und Nacht. Ihr wünscht, ihr wärt dort, wo ich bin. Seid ihr fertig? Das war knapp. Nein, und lasst mich ausreden. Ich schaff's. Wir können den Doge für unsere Sache gewinnen. Ich bin sicher. Ich brauche nur mehr Zeit. Zeit ist wahrlich nichts, was wir im Überfluss haben. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Ciao, ihr könnt doch sicher eine Pause gebrauchen. Hat jemand mein Ding? So, die Wachen hätten wir uns entledigt. Der Wachen. Deutsch, schwierige Sprache. Ist es noch weit? Seid doch nicht so weibisch. Hat es der eine aber auch boshaft. Ist ja nervig. Den einen, den wir nicht kennen. Wir kennen ja nur den hinteren. Der hat ja Emilio vor uns gewarnt. Und gesagt, er soll zu dem Treffen kommen, was er irgendwie nicht gemacht hat. Weiß auch nicht. War verhindert. Tot oder so. Guten Morgen, Vetter. Signor Carlo? Wir dachten, Emilio sei bei dir. Emilio ist tot. Was? Wie? Der Assassine. Derselbe, der schon die Pazzi heimsuchte. Er ist hier in Venedig. So ist es. Silvio, wusstest du es nicht? Er könnte hier sein. Er könnte hier sein und wir würden es nicht mal merken. Er erwischte Emilio in seinem eigenen Palazzo. Und nun? Was wird aus dem Plan? Wir haben keine Zeit mehr. Ich stehe ja da hinten auch sehr unauffällig rum. Wir müssen jetzt handeln. Aber Marco, ich bin so nah. Nur ein paar Tage, wenn ich... Nein, es passiert diese Woche. Bleiben wir in Bewegung. Okay, du Raucher. Und was hat der Spanier zu dieser Planänderung zu sagen? Das kannst du ihn schon bald selber fragen. Er ist hier? Aus Rom? So sagt man. Gut, dann hat er sich vielleicht entschieden. Wofür entschieden, Vetter? Wer von uns die Robe des Dogen überstreift, Vetter? Ich wusste nicht, dass das zur Debatte steht. Die richtige Wahl ist für alle offensichtlich. Offensichtlich, ja. Los,
Es sollte der sein, der die ganze Operation organisierte. Der Mann, der die Idee hatte, wie diese Stadt zu retten ist. Taktisches Geschick ist nicht zu unterschätzen, guter Silvio. Aber Weisheit macht den Herrscher aus. Vergiss das nur nicht. Calma, calma, Amici. Bitte, das ist doch nicht nötig. Es ist doch nicht eure Entscheidung. Soweit wir wissen, wählt ihr womöglich gar keinen Barbarigo. Und warum nicht mich? Ich habe die ganze Drecksarbeit verrichtet. Basta, wir warten seine Ankunft ab. Seid ihr sicher, dass er kommt? Ja. Signori, wir sollten schneller gehen. Ich fühle mich beobachtet. Grazie, Dante. Wir folgen in deinem Tempo. Diese Wache war eine gute Wahl, Vetter. Wie viel habt ihr ihm bezahlt? Vielleicht nicht so viel, wie er verdienen würde. Er hat mir zweimal das Leben gerettet. Aber er ist nicht der Gesprächigste. Schluss mit dem läppischen Geschwätz! Die Wahl des Dogen obliegt keinem von euch. Und ihr seid nicht befugt, Pläne zu schmieden. Vergebt uns, Maestro. Wir dienen wirklich nur euch. So ist der Plan. Doge Mocenico stirbt heute Nacht. Und wenn die Tat vollbracht ist, nimmt Marco seinen Platz ein. Meinen untertänigsten Dank, Maestro. Gut. Messer Grimaldi. Ihr steht Mocenico am nächsten. Eure Arbeit ist die wichtigste. Dient uns gut. Und es wird nicht vergessen. Kommt mit mir. Ich will kein Blut vergießen, versteht ihr? Es muss aussehen, als wäre er selig im Schlaf. Natürlich, Maestro. Wann seid ihr ihm am nächsten? Ich habe freien Zugang zum Palast. Ihn mag nicht interessieren, was ich sage, aber er vertraut mir mittlerweile wie einem der Seinen. Bravo. Dann möchte ich, dass ihr in die Küche schleicht und sein Essen vergiftet. So sei es. Marco, könnt ihr uns kurzfristig ein passendes Gift besorgen? Fragt lieber meinen Vetter. Das ist für wahr eher sein Fachgebiet. Ah, Silvio. Zu euren Diensten, Maestro. Was könnt ihr zur Erledigung beitragen? Ich muss mich mit meinen Leuten auf der Straße beraten, aber vielleicht kann ich etwas Cantarella auftreiben. Ja, und was ist das? Die wirksamste Form des Arsens und sehr schwer nachzuweisen. Ah, va bene, va bene. Dann ist es entschieden. Ja, wir sind im Geschäft. So, also sie wollen den Dogen vergiften. Ihr habt das gesammelte Wissen Flanderns in alle Winde verstreut. Nicht, dass es euresgleichen etwas bedeutet. Mein Gott, rennt halt auch extra in mich rein. Also zwei Barbarigos und vergessen, wie der andere heißt. Den wir schon kennen. Ist das nicht vielleicht etwas gefährlich für euch? Euch so persönlich mit den Details unseres Plans zu befassen? Ich halte es für angebracht, mich direkt zu involvieren. Die Pazzi enttäuschten uns in Florenz. Ich bete, dass ihr nicht dasselbe tut. Seid ganz unbesorgt. Die Pazzi waren ein Haufen unfähiger... Die Pazzi waren eine mächtige und ehrbare Familie, zerschmettert von einem jungen Assassinen. Unterschätzt mir diesen lästigen Gegner nicht, der nun eure Stadt heimsucht. Oder dasselbe Schicksal ereilt auch die Barbarigo. Bitte erledigt das prompt. Gut, ich muss zurück nach Rom. Die Zeit läuft uns davon. Enttäuscht uns nicht.
Ich bin ein Idiot. Ich hätte sie im Auge behalten sollen. Jetzt muss ich zu Antonio, falls es noch Hoffnung gibt, meinen Fehler wieder gut zu machen. Welchen Fehler? Haben sie uns doch entdeckt? Okay, ja, wir kümmern uns mal wieder um so einen Auftragsmord. Und weil ich es gerade gesehen habe, wir müssen ja auch noch die eine Codex-Seite hinten holen. Ich glaube, da können wir mittlerweile hin. So, dann wollen wir also hier hoch. Naja, da ist uns der liebe Herr Borgia wieder entwischt. Aber den finden wir auch noch. Halm im Gras. Der Doge hat beschlossen, mehrere vertraute Repräsentanten auszusenden, um die Bevölkerung von Florenz aufzuwiegeln. Die werden sich in Kürze mit dem Doge treffen. Findet und tötet sie, bevor das Treffen stattfinden kann, ohne dass sie eure Anwesenheit bemerken. Lorenzo. Und das ist... Oh. Ezio? Was ist los? Auf Zeit auch noch. Ich mag keine Sachen auf Zeit. Hm. Aber naja, dafür sind sie hoffentlich ja nicht zu weit weg. Schätze ich mal. Verehrte Bürger, in seiner Weisheit hat der untere Rat erlaubt, dass die Handelswege mit den Hafenstädten der Piratenküste wieder geöffnet werden. Eine Vereinbarung, die euren Schutz garantiert. Wo ist eine Feder? Wo zur Hölle ist der? Oh, das gilt als entdeckt. Also, blöde Frage. Klar gilt das als entdeckt, aber das gilt als Aufgabe misslungen. So. Das wäre der erste gewesen. Das wäre der zweite. Ezio. So. Hier wollen wir auch hoch. Komm, komm, komm. Da hinten. Aufgrund der Verteidigung der ausländischen Interessen der Republik knapp geworden sind, wird auf allen Orten. Achso, jetzt plötzlich ist euch egal. Ihr seid ja blöde Wachen. Oh Mann. Hat uns doch hierher geführt. Dann gehen wir hier gleich weiter. Für den nächsten. Also, das ist jetzt schon sehr rassistisch, gell, mich als widerlichen Fremdling zu bezeichnen. Welche die Bürger der Stadt bedroht, hat strukturelle Schäden verursacht. Seid besonders an Baustellen vorsichtig und berichtet uns von Schäden an Schäden. Also, beim ersten Mal kam es mir noch sehr schwer vor, aber jetzt halb so wild. Aber es ist mir schon aufgefallen, die müssen schon irgend so ein System haben, dass die Missionen, die man nicht schafft, danach leichter werden. Das ist, wie gesagt, nicht das erste Mal, dass mir auffällt, dass beim zweiten Mal deutlich angenehmer ist.
Aber wissen tue ich es nicht. Ezio. Die macht schon besonders Spaß, mich zu ärgern. Da. Dann wollen wir hier halt nochmal hoch. So. Mal schauen, was der nächste Auftrag ist, den Lorenzo für uns hat. Liebesehre, einer meiner Verbindungsleute in der Unterwelt hat eine Verschwörung entdeckt, die auf den venezianischen Teil der Medici-Bank abzielt. Trefft meinen Informanten, einen geschickten Dieb, und folgt ihm bis zum Ziel, dann eliminiert das Ziel. So, dann müssen wir hier rüber. Bin ich ja mal gespannt, was das für ein Dieb ist. Voll. Das war ja super. Heute hat's aber Ezio ja auch mit seinem leblos irgendwo runterfallen. Wird's eigentlich noch irgendwo ein Aussichtsturm? Ja, das wollte ich so gar nicht. Hier unten schaut's aus, als ob das alles noch Stadt wäre. Hier hinten auch. Hier oben auch. Oh Gott. So groß. Naja, mal sehen. Noch sehen wir auf jeden Fall nichts weiteres. Keine weiteren Aussichtspunkte oder sowas. Praktisch. Wusste ich natürlich, dass da eine Feder ist. Also wusste ich natürlich nicht, aber... Sah so aus. So. Damit wir dem nicht zu sehr an den Arsch kleben. Helf dir mal. Ihr müsst uns ein paar eurer Tricks beibringen. Du bist ganz schön langsam, mein lieber Dieb. Ist das jetzt euer Ernst? Blöde Wache. Na, solange er sich um die Wachen kümmert. Ernsthaft jetzt? Jetzt ist er auch noch gestorben. Oh Mann. Läuft hier wieder hervorragend hier bei uns. So, wir sehen uns gleich nochmal dort. Schneid das raus. Jo, da sind wir wieder. Okay, also er darf nicht stören. Also, was ist denn mit dir los? Warum kannst du sowas? Danke, also. Wie macht man das? Wie macht er das? Wie mache ich das? Ihr dürft hier nicht sein. Dazu, fass ihn, das! Runter!
Geht wohl nur von hinten. Ist ja nervig. Ah, der Mann, wir sind mit allen so. Ja, genau. Du bist nicht der Bruder. Stirb, Strumpf. Jetzt kommt der Tod zu dir. Lass los. Sofort. Ja. Lieber Dieb, was machst du da? Da. Geht wieder nur von hinten, weil Baum. Das ist ja eine nervige Mission. Einfach nur, weil es schlecht funktioniert. Wenn ihr hier bleibt, muss ich euch töten. Runter, oder? Runter, Strom, da. Ach, du wirst nicht entkommen. Das wollte ich nicht. Tschüss. Sorry. Na gut, nächste Mission. Was würden wir auch sonst tun? Da, ich will mal an dem Schiff außen rum. Damit uns auch mal wieder keiner sucht. Oh, dich hole ich mir. So, da waren wir schon drin. Also wirklich, wer lässt denn da... Sein Frust an den Arbeitern aus, ist ja nicht besonders freundlich. Sonst bin ich da mal aus Versehen reingelaufen, jetzt finde ich den Weg rein nicht, oder was? Nun gut, wie es aber weitergeht mit der Geschichte hier bei Assassin's Creed 2, sehen wir beim nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin, lasst doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat.